Wer vor der Saison 2022 prognostiziert hätte, dass Mercedes nach 5 Rennwochenenden bereits 62 Punkte Rückstand auf Ferrari haben und dass Lewis Hamilton nur an 6. Stelle der Fahrer-WM liegen würde, den hätten wir wahrscheinlich glatt für verrückt erklärt. Aber die goldenen Jahre der silbernen Pfeile, die sind erstmal vorbei und so steht Mercedes unter Druck, in Sachen Weiterentwicklung des W13 zu handeln. Viele Teams bringen größere Updates nach Barcelona, fast schon traditionell. Mercedes hingegen hat sich für einen etwas anderen Ansatz entschieden und schon in Miami neue Teile eingeführt. Unter anderem hier zu sehen einen neuen Frontflügel, der das FIA-Reglement im Hinblick auf die Frontflügel-Endplatten anders interpretiert. Die Regeln besagen nämlich seit 2022, dass die Flügelelemente direkt in die Endplatten überfließen müssen. Beim Mercedes-Ansatz ist die Regelkonformität sichergestellt, die Aufhängungspunkte des Frontflügels sind aber nach vorn gewandert, wodurch weiter hinten ein Ausschnitt entsteht. Die Formel 1-Teams müssen anno 2022 in sogenannten Show-and-Tell-Sessions erklären, was sie warum an ihren Autos verändert haben. Mercedes meinte zum Frontflügel-Update, dass dieses, Zitat, die Effizienz des Flügels verbessert, indem der Druckunterschied zwischen der oberen und unteren Seite an der Flügelspitze reduziert wird. Zitat Ende. Sprich, es wird weniger Luftwiderstand generiert. Durch den Ausschnitt in der Endplatte gewinnt Mercedes auch Spielraum, den Luftstrom nach außen zu leiten und den sogenannten Outwash-Effekt zu erzielen, der in den vorherigen Formel 1-Regeln bis Ende 2021 zu einem echten Designtrend in der Formel 1 geworden ist. Das wiederum verbessert potenziell die aerodynamische Performance von Teilen, die weiter hinten am Auto sitzen, weil die Turbulenzen, die sich bewegenden Vorderräder verursachen, reduziert bzw. am Auto vorbeigeleitet werden. Das wird erreicht durch zwei kleine Führungsschienen am hinteren Rand des Frontflügels, sehen wir hier ganz gut, die den Luftstrom genau dorthin leiten, wo Mercedes ihn haben möchte. Mercedes hat in Miami auch einen neuen Heckflügel und einen neuen Beamwing eingeführt, um die Beschleunigung auf den Geraden und den Topspeed zu verbessern. Weil sich der W13 im ersten Teil der Saison insgesamt als draggy herausgestellt hat, also als Auto mit einem eher hohen Luftwiderstand. Kleine Randnotiz, der Heckflügel des W13, der war in Miami bunt lackiert, angelehnt an die strahlend blauen und pinken Farbtöne, die viele Teams mit Spezialoutfits bedacht haben. Beim neuen Heckflügel wurde die Hauptplatte begradigt, um Luftwiderstand zu reduzieren, während das obere Flügelelement flacher eingestellt werden kann als bei der High Downforce Variante. Beim Beamwing, das ist das Flügelprofil hinten am Auto über dem Diffusor, sind die Elemente kürzer geworden, um Luftwiderstand und Downforce zu verringern. Weil die Mercedes-Simulationen gezeigt haben, dass trotzdem noch genug Downforce für die schnellen Kurven in Miami vorhanden sein sollte. Das Team hielt an den Low-Downforce-Teilen übrigens auch über das freie Training hinaus fest. Schließlich hatte George Russell im zweiten Freitagstraining sogar Bestzeit erzielt. Ein Niveau, das Mercedes nicht ganz halten konnte. George Russell schied am Samstag in Q2 aus, Lewis Hamilton sicherte sich immerhin noch den 6. Startplatz. Mercedes belegte dann im Rennen die Positionen 5 und 6 und festigte damit den Status als derzeit 3. Kraft in der Formel 1. Für ganz vorne reichte es aber trotz Miami-Update nicht. Indes haben Ferrari und Haas ebenfalls eine veränderte Geometrie des Heckflügels eingeführt, um den Topspeed auf den Geraden zu verbessern. Ferrari hatte im Rennen trotzdem weiterhin ein signifikantes Defizit im Vergleich zu Red Bull, was letztendlich entscheidend war, weil sich so Max Verstappen nach dem Safety Car Restart gegen die Angriffe von Charles Leclerc verteidigen konnte, als es, was den Topspeed betrifft, drauf ankam. Und dann gab es dann noch ein großes Thema in Miami, nämlich die Hitze, die das ganze Rennwochenende begleitet hat. Williams und Alfa Romeo führten für das Rennwochenende veränderte Kühlungsöffnungen auf den Seitenkästen ein, um mehr heiße Luft schneller aus dem Chassis abtransportieren zu können. Nach Miami steht jetzt Barcelona auf dem Programm, ein Grand Prix, bei dem die Datenbasis, mit der die Teams arbeiten können, viel, viel größer ist. Die Teams haben dort schon ganz oft getestet, zuletzt erst im vergangenen Winter, und sollte man mal in letzter Minute doch noch neue Teile an der Rennstrecke benötigen, geht das innerhalb von Europa natürlich viel schneller und viel günstiger, als müsste man sie extra nach Miami jetten. Wenn du nichts vom Barcelona-Rennwochenende verpassen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, denn dann verpasst du keinen unserer Livestreams mehr, die immer abends von Freitag bis Sonntag stattfinden, wenn gerade die Formel 1 fährt. Und wenn du auch noch Kanalmitglied bist, dann kannst du bei diesen Livestreams übrigens auch noch im Live-Chat mitchatten und uns Fragen stellen, die wir natürlich immer versuchen, so gut es geht, zu beantworten.